Hallo zusammen und willkommen zurück zu Anno 1800 mit Oher und mir. Hallo. Achchen. Und euch Zuschauer natürlich. Ihr seid ja auch ganz wichtig. Auch wenn es nur 20 sind. Na, ohne sie machen wir das ja nicht. Nee. Ich glaube, ich habe das Problem gefunden. Nein. Was ist denn dein Problem? Na, das... Das darfst du auch keinem erzählen, ey. Die Kaffeeröstereien haben nicht Zugang zum Kaffee, weil natürlich ein Lagerhaus fehlt. Oh, leg's mir doch am Zipfel, ey. So eine Scheiße. Na, immerhin sind jetzt schon mal 40 Tonnen fast an Kaffee auf der Insel. So, und du wolltest ja jetzt Brot haben, hast du gesagt. Auf deiner Hauptinsel, oder wie? Nee, auf der anderen. Aber das ist natürlich... Also muss nicht. Ja, ich hab davon jetzt. Naja, also das ist die Insel am westlichen Rand. Ach ja, ich sehe sie. Na dann lade schon mal 50 Tonnen. Da sind die Leute hungrig. Oder willst du noch mehr? Kann noch mehr. Nee, ach, mach mal. Was immer du übrig hast. Also, na dann. Schoner steht bereit. Er hat jetzt zu viel Schnaps. Ich bin unterwegs. Und zu wenig Paprika. Oh, da fällt mir ein Schoner. Den hier wollte ich. Ach, dann nehme ich den. Wie viel Baumwollplantage hast du in deiner neuen Welt? Also... Muss ich mal gucken. 6. Also hast du, okay. 3 Webereien. Ja. Hm. Dann für Segel? Machen. Oder nee, Segel mache ich nicht. Nee, es ist einer für, nee, also für die Hüte. Das ist dann für die. Und der Rest ist für den Export. Alles bereit. Dann lege ich da mal nach, ne? Ja. Die Epidemie wurde besiegt. Ach, diese Bäume hier schon wieder. So. Guck ich mal, ob ich Schiff hab, was ja, der hat nichts zu tun. Steuermann. Hm. Eine Krankheit ist ausgebrochen. Ach, komm. Spielstand gespeichert. Hier kommt einer mit Kaffee zurück. Wie kann das denn sein? Das weiß ich nicht. Schiff vom Stapel gelaufen. Das tut ja so, als hätte er den nicht ausladen können. Bist du voll mit Kaffee? Ich kauf dir welchen ab. Nee, das kann nicht sein. So, liebes Flaggschiff, ich muss dich jetzt mal hier ein bisschen missbrauchen. Achso, ah, die Anlegestelle, Moment, die kann man ja auch irgendwo in den Hafenbereich. Die muss ja so, gar nicht am Ufer sein. Hast du da auch Brot zum Ankaufen überhaupt angegeben? Oh, warte mal. Kannst ja dann gleich wieder ausschalten. Ja, das ja, muss man machen. Schon, ja. Hast du das? Ist das dein Dampfschiff? Nee. Nee. Ach, das ist ein Besucherkai, ja, verstehe. Ja, kannst. Sicher? Ja. Ach, warte mal. Ich weiß, warum das nicht geht. Haben wir keine Handelsdingens? Ja, genau. Soll ich mal gucken? Ich denke gerade.
Handelsrechte, bitte sehr. Gib. Die Menschen lassen sie hochleben. Ein Stadtfest. Ja, danke. Hat das jetzt, musste ich dafür eigentlich bezahlen? Ja, klar. Wie viel? Oh, 210. Krass. Du bist keiner, der sich die Hände schmutzig macht. Leider. Ja, ist nicht so schlimm. Ich verliere langsam meine Vorbehalte gegen die westliche Medizin. Die Epidemie wurde besiegt. Paprika und Fleisch kommt hier. Hm. Eine Krankheit ist ausgebrochen. Was ist schon wieder eine Krankheit? Krass. Ich? Nö. Nee, bei mir bei schon wieder. Ja, gerade kam die Meldung, wurde besiegt. Das fängt mich schon wieder an. Naja, da war noch einer versteckt. Ah. So, und er hier geht jetzt auf eine neue Handelsroute von hier. Nach da. So, und hier lädt er jetzt bitte oben ein. Sie wissen, wie man jemanden abhängt. Armwolle ein. Oh ja. Und er lädt Kaffee ein. Wir drehen hier nur Käffchen. Noch Däumchen. Das ist eine Stolle. 38 Kanonen. Ja. Oh, der Messing hier ist voll. Ach du Scheiße. Nee, hä? Ach nee, ernsthaft? Wegen. Ach Gott, leck. Also. Okay. Wirklich jetzt, wegen. Wegen. Scheiße. Gold. Das ist ja geil. So, hier. Ach, wir haben ein Gold auf Lager. Na, immerhin. Spielstand. Könnt ihr nicht schneller arbeiten? Wieso sind die denn hier nicht? Ach, die haben keine Ponchos. Ah. Naja, kann man ja was machen. Besiegt. Eine Krankheit ist ausgebrochen. So, machen wir ein bisschen Geld hier endlich. Weißt du, dann, wenn die Leute unzufrieden sind wegen der Zeitung, dann kommt Ewigkeiten keine neue. Ach, wo ich sage, kommt sie. Ja, ja, genau. Weil ich gerade gefragt, ob du es sagst, weise kam. Jetzt hab ich immer noch Brot knapp. Mir sind die Zigarren ausgegangen, krass. Wo fehlt mir denn Brot? Entschuldigen Sie, ich habe so brennen. War das jetzt schon Zensur oder? Ach, die wollen Brot. Ja, das wird nur. Ach. Die hatten doch aber nie Brot. Warum hat er denn jetzt hier ein Ausrufezeichen? Verstehe ich nicht.
Wozu produziere ich hier eigentlich Eisen? Na, Eisen kannst du nie genug haben. Du hattest Eisenmangel, hast du letzte Woche gesagt. Letzte Woche. Ja, ja. Letzte Folge. Ach, nee, warte mal, hier produziere ich Zink. Wozu produziere ich? Ich habe hier zwei Hochöfen, aber wofür? Das wird aber auch verbraucht von irgendwas. Oder schaffe ich das auf die andere Insel? Das muss ich gleich mal gucken hier. Setz die Segel. Ah! Das schaffe ich rüber auf die andere Insel. Die Epidemie wurde besiegt. Na, hier wäre auch gut. Na ja, hast du die Schnuppe. Na, erinnert mich an meinen Tee. Der ist jetzt ein bisschen kalt. Nee, ich habe den in so einer Thermoskanne gehabt. Ah. Genau richtig. Was wollte ich mit dem Schiff jetzt eigentlich machen? Bei mir beschweren sie sich, ne, wegen Zigarren. Ja. Die Zigarren sind ausgegangen. Aber sie haben gar keine Fruchtbarkeit für Tabak. Also, das heißt, du hast nie welche gehabt? Ich habe noch nie welche gehabt oder produziert oder überhaupt. Aber muss ich natürlich. Ne, dann wollen die ja in der neuen Welt, alten Welt meine ich, auch bald haben. Brauchen die das jetzt eigentlich hier? Was fehlt denen jetzt? Na gut, Kaffee wird produziert. Steine. Das dauert jetzt eine Weile, bis der da ist. Jetzt kann ich mich eigentlich mal um Dampfmaschinen kümmern. Da hatte ich doch schon eine Fabrik dafür gebaut. Ach, Kegeln, ja. Also habe ich noch gar nicht, ne? Wie viel habe ich denn davon jetzt schon? Ja, 76 Tonnen. Nice. Dampfmaschinen, so viele? Hm? Wofür oder wie viel? Ja, so viele, also 76. Ja. Dampfmaschinen, aber es sind ja dann höchstens zwei Stück oder so. Ja. Ja. Wenn das Tonnen wären, meine ich. Ja, verdammt, das sind die gleichen Arbeitskräfte hier. Ach, der Dampfmaschinenhafen. Ja, verdammt, passt nicht. Wie soll ich denn das machen? Jetzt habe ich wirklich ein Problem. Spielstand gespeichert. Der Dampfmaschinenhafen will natürlich Strom haben. Kann man ja. Öl kaufen? Ha. Also ich weiß jetzt nicht bei wem. Außer bei mir. Obwohl, kann man. Nee, man kann am Ölhafen gar nicht handeln, ne? Ne. Du kannst ihn aber ausbauen, das ist lustig. Eine Krankheit ist ausgebrochen. Dann kommen da mehr Züge, ne? Ey, schon wieder Krankheit? Was? Warum? Und immer das gleiche Haus? Nee, ich glaube, es ist jemand anders. Ich hätte gedacht, ne? Die pimpern hier doch. Ohne Schutz. Warte mal, ich habe ja noch ein Kraftwerk. Könnte ich ja mal hier hin verlegen. Ach, das dreht sich automatisch sogar so, dass es an die Gleise angeschlossen wird. Na, okay. Ich fürchte, ich brauche eine neue Konservendose. Aha. Also und, ach, die anderen hier.
ist das hier? Achso, du kannst. So. Fall den Strom ein. Ne. Was ist die hier? Ein schön groß, die Häuser. So, ich baue mir jetzt ein Dampffrachtschiff und. Oh Gott, das ist Feuer. Oh. Und ein Öltanker. Oh, sag ich dir nur. Dass du das kannst. Aber ich habe auch nicht mehr viel Geld. Ich brauche mehr Leute. Die Epidemie wurde besiegt. So, die wollen ja jetzt am Grillen, nicht grillen, sondern Taschenuhren. Hier Uhren, Taschenuhren haben. Das gibt schon mal einen guten Schub aufs Geld, würde ich sagen. Ja. So, dafür brauche ich Gold. Das glaube ich auch, ja. So, was sind denn meine Pelzmäntel? Ach, die Goldschmelze musst du doch das. Okay, das heißt, du musst nur das Gold in der alten, in der neuen Welt abbauen und musst es. Okay. Wo habe ich denn Gold? Hier habe ich dreimal. Weißt du, wie viel Gold man braucht, um diese Goldschmelze zu betreiben? Aus dem Kopf nicht. Aber ich habe jetzt zwei in Planung. Lass mich raten, die brauchen bestimmt Stahlbeton, oder? Nee. Nee. Hä? Die brauchen nur Stein und Holz. Blöd. Aber da habe ich nicht genug von der zweiten Stufe hier und nicht genug Arbeiter. Das ist jetzt ein bisschen problematisch hier. Das sind jetzt auf. Brauchen wir hier vier. Die brauchen wir ja nicht sofort, das können wir ja hier. Schon mal gesagt, dass die Bäume mich nerven in der neuen Welt? Ja, das ist schon mal. Kann ich hier noch ein Haus? Ah, geil, das geht sogar. Na, dann rein. Ich glaube, ich brauche noch mehr Baumwolle. Echt? Ich habe gerade nachgelegt und du sagst mir, du brauchst noch mehr Baumwolle? Die Pelzmäntel reichen nicht mehr. Scheiße, mach mich nicht. Mach mir keinen. Ich war gerade froh, dass ich alles im Griff hatte. Jetzt wahrscheinlich muss ich mich erst wieder um gebackene Bananen zu kümmern hier. An Arbeitskraft. Wie viele sind es denn? Sie tragen die Revolution im Herzen. Ach Quatsch. Hallo. Die Tortillas haben die jetzt nicht. Ah, Mann. Wie war das Verhältnis? 1:1:1, okay. Das heißt, ich brauche noch eine Fischölfabrik. Scheiße, wo baue ich denn die mal hin? Epidemie wurde besiegt. Ach, ist ernsthaft? Was ist denn das hier? Das ist eine Anlegestelle. Oh, ich habe so viel Ich hab eigentlich doch eine ganze Menge Baumwolle auf Lager. Vielleicht ist die nur nicht transportiert worden. Sie, wo ist denn der gerade? Hier, der fährt nur mit. Ja, ein Kautschuk. Den
könnten wir damit einspannen.